Willkommen zurück zu Detroit. Es wird auch Zeit. Wir wurden aufgehalten. Hat euch jemand gesehen? Können wir entkommen? Nein, ich glaube nicht. Haben Sie das Geld? Ja. Hier ist es. Okay. Die Boote sind da drüben. Es gibt Patrouillen am Ufer und auf dem Fluss. Startet den Motor erst, wenn ihr weit genug seid. Okay? Achtet auf die Strömung. Viel Glück. Wir müssen mit dem Boot rüber. Da ist auch schon Kanada. Krasse Sache. Und jetzt? Was könnten wir tun? Mach dir keine Sorgen. Loser hat sich leider geopfert für die gute Sache. Ich sag nochmal danke, Adam. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Aber jetzt weiß ich, dass sie recht hat. Ich finde nicht gut, was Marcus da macht. Aber ihr lebt. Ihr verdient es, frei zu sein. Ich hoffe nur, dass das alle irgendwann begreifen. Mhm. Der Dialog ist, denke ich mal, drinne. Auch von Rose werden wir uns wohl verabschieden müssen. Dir auf jeden Fall danke für alles. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Es ist keine halbe Meile zur anderen Seite, okay? Es sollte nicht lange dauern. Vorsichtig, es sind Grenzpatrouillen auf dem Fluss. Vielen Dank, Rose. Ich wünschte, ich könnte euch rüberbringen. Ich lasse euch nicht gern hier zurück. Wiedersehen, Alice. Hey, und ihr passt gut auf euch auf. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. In der kurzen Zeit haben die so eine krasse Bindung aufgebaut, kaum zu glauben, aber ja. Na dann wollen wir mal. Das ist Kanada. Die Freiheit liegt am anderen Ufer. Das wird nicht so einfach sein, oder? Du willst da rein? Minusgrade. Bloß nicht reinfallen. Die Biokomponenten frieren ein. Na toll, das wird bestimmt nicht einfach. Ich helfe dir. Aber dann haben wir es wohl geschafft mit Kara und Alice. Das wäre halt ziemlich heftig. Schieb den Wal. Schieb den Wal. Schieb den Wal zurück ins Meer. Nein, lassen wir die Witzekiste. Es wird ernst. Für alle Beteiligten. Quasi das Finale nach dem Finale, das wir bereits gesehen haben. Müssen wir paddeln. Ohne Motor. Ist wohl sicherer, was? Ist ruhiger. Boah, das ist nur am Anfang so. Als ob das so schnell ging auf einmal. Dreimal gepaddelt. Wusch. Wir sind weit genug weg. Starten wir den Motor. Okay. Da kommt noch was. Das ist... Sonst hätte das kein eigenes Kapitel. Irgendwas Komisches. Grenzpatrouillen. Alles okay, Alice? Wenn wir auf der anderen Seite sind, gibt es so viel, was ich machen möchte. Ich will alle Bücher der Welt lesen. Und Musik machen und tanzen. Wir können machen, was wir wollen, stimmt's? Wir sind dann frei. Ja, wir können alles tun. Wir sind dann wie eine Familie. Was ist mit dir, Kara? Was machst du, wenn wir auf der anderen Seite sind? Was ich tun werde? Ich
Ich bin mal neugierig. Ich will die Welt entdecken. Die Berge, See, die Ozeane. Ich möchte lernen, erforschen, ein besseres Leben führen. Sie kommen auf uns zu! Es war so klar. Lass mich überlegen. Beschleunigen, das hatten wir schon mal sowas in der Art, ne? Alice beschützen, verstecken, aufgeben, ja, garantiert. Verstecken, oder was wäre, springen? Aber das ist zu kalt. Probieren wir es mit verstecken. Runter! Aber als ob, ne? Als ob. Paddel den Rest, wenn's sein muss. Sie sind weg. Alles in Ordnung? Kara. Es wird alles gut, Alice. Es ist nichts. Das bringen wir in Ordnung, wenn wir drüben sind. Alles wird gut. Als ob. Ich dachte, die hat nicht mehr lange jetzt. Das Boot hat ein Leck. Ja, dann gib mal Stoff, würde ich sagen. Wir sind zu schwer. Wir gehen unter. Wir müssen auf die andere Seite, bevor wir sinken. Verringere das Bootsgewicht, aber ich kann nur mal beschleunigen, mehr nicht. Wie soll ich das Gewicht verringern? Komm schon, komm schon. Verringere das Bootsgewicht. Vorrat wegwerfen. Was brauche ich hier in Vorrat, oder? Wir wollen nur rüber. Knifflig, knifflig. Aber die Ruhe bewahren. Paddeln nutzen. Habe ich noch irgendwas? Entfernen. Wenn du das hinkriegst... Stoßen. Wir werden nicht sterben, Alice. Wir schaffen es. Wir werden frei sein. Oh, war da nicht noch eine Option? Alice runterschmeißen, ne? Ins Wasser springen. Nein, das ist zu kalt. Kara. Kara, nein. Beeilen. Oh, Button Smashing. Eine Minute oder was? Oh, Banjo-Tooie-Übung. Ja, Banjo-Tooie. Kanarien, Carla! Ah, bitte! Oh, ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ah, Kopfschmerzen vor Anstrengung. Ich weiß nicht mehr, wie es ausgeht, aber ich glaube, das war ein Happy End. Weiter mit Marcus! Es bleibt voll anstrengend hier! Perfekt! Ah, ein Fehler. Zwei Fehler. Ich habe es nicht verstanden, dass ich oft drücken muss. Wow, was? Raketenwerfer! Resident Evil-like. Die Menschen verlassen das Lager. Wir haben es geschafft, Marcus. Wir haben gewonnen.
Das hier ist kein Sieg. Es ist der Beginn eines Krieges. Und uns erreichen gerade schreckliche Nachrichten aus Detroit. Josh, du bist live. Was geht da vor sich? Androiden! Tausende Androiden sind auf den Straßen Detroits unterwegs. Sie sind wirklich überall. Es ist unglaublich. Soweit wir bisher wissen, kommen diese Androiden aus dem Cyberlife Tower, in dessen Montagewerk tausende Maschinen gelagert waren. Und anscheinend verlassen riesige Menschenmengen die Stadt. Ein wahrer Exodus. Der Großteil der Bevölkerung versucht, den Kämpfen noch irgendwie zu entkommen. Es ist ein Desaster. Ein unglaubliches Desaster. Zum ersten Mal in der Geschichte fällt eine amerikanische Stadt in feindliche Hände. Heute, am 11. November 2038, fielen mehrere Millionen Androiden in das Stadtgebiet von Detroit ein. Angesichts der Gefahr massenhafter ziviler Opfer hatte ich keine andere Wahl, als unsere Streitkräfte anzuweisen, sich zurückzuziehen. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Die Menschheit muss die Realität akzeptieren, die Entstehung einer weiteren intelligenten Lebensform, mit der wir diesen Planeten teilen müssen. Möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika schützen. Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Kontrolle übernehmen? Das können Sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Es muss einen Ausweg geben. Was ist hier los? Die wollen so die Kontrolle über alle übernehmen? Genialer Masterplan. Deinen Weg nach Da war aber gerade was. Ich weiß es nicht. Gehen wir in die Mitte? Irgendwie ist die Mitte kein Weg nach draußen, oder? Hinten das Blaue. Und jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben
den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Nein! Dass wir eine Nation sind. Tu es nicht! Wir müssen uns beeilen. Finde einen Weg. Ich kann doch nicht denselben Kram wieder zurücklaufen. Jetzt geh da rüber. Dankeschön. Alter, was ein Plot-Twist. Ja, episch as hell. Könntest du einen Schritt schneller laufen, bitte? Komm schon, Rila Connor. Was ist das da vorne genau? Sieht spannend aus, deswegen. Aber es ist nicht spannend. Und heute... Heute beginnt die schwierigste Zeit unseres Kampfes. Da, das da, das da, das da. Das haben wir schon die ganze Zeit so blöd im Auge. Geh da hin. Beeil dich. Warum gehst du nicht weiter, verdammt Axt? Er geht da nicht hin. Er geht da einfach nicht hin. Jetzt geht er. Aber ich glaube, das ist nicht... Die Spannung kocht. Heute beginnt ein neuer Kampf. Wir zeigten ihnen unsere Stärke. Jetzt müssen sie mit uns auf Augenhöhe verhandeln. Wenn sie wirklich Frieden wollen, müssen sie uns alle befreien. Aus allen Lagern im gesamten Land. Wir fordern Bürgerrechte ein. Und die Gleichstellung von Menschen und Androiden. Heute ist ein unvergesslicher Tag. Denn heute haben Androiden Geschichte geschrieben. Wir sind am Leben. Und jetzt sind wir frei. Mann, Leute. Spannung. Und wir? Wir sind in Kanada. Können wir Alice noch retten, oder? Sind wir frei? Ja. Ja, geschafft. Wir sind frei. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Wir können eine Familie sein. Ich bin müde. Ich muss schlafen. Ich liebe dich, Mom. Natürlich weiterleben.
Das kann doch wohl alles nicht die Möglichkeit sein. Mann! Die drei Hauptcharaktere haben überlebt und haben gesiegt, aber Alice nicht. Was hätte ich tun sollen? Es hing von dem Boot ab. Hätte Alice doch kurzzeitig ins Wasser gesollt? Opfern wäre es auch nicht gewesen. Oder gibt es gar keine Möglichkeit, Alice zu retten? Zumindest nicht, wenn man, den ganzen Weg wählt mit dem Boot und nach Kanada fliehen. Was zur Hölle, Mann. Und es hätte mich auch brennend interessiert, was Connor gemacht hätte. Wie kann man das mit Connor eigentlich versauen, wenn man im Winter da in dem Garten nichts findet? Kann man das überhaupt versauen? Oder wirklich nur, wenn am Ende da die Tastenabfolge ist? So, die Credits haben wir ja schon gesehen, deswegen skippe ich die euch. Und wir sehen uns sofort wieder bei der Endabrechnung des letzten Kapitels. Bromance! Bromance! Sehr schön. Aber darauf sollte das ja auch hinauslaufen. Ich glaube, das kann ich jetzt skippen. Sehr schön. Hank mag uns! Dafür hat sich der ganze Aufwand doch gelohnt. Er knuddelt uns und Connor konnte smilen. Meine Herren, die Androiden sind erwacht. Ja, komm, mach erstmal alles hier. Trophäe erhalten. Das gucken wir uns sofort in aller Ruhe an. Haben wir's? Dann starten wir doch direkt mit Marcus. Denn ihr erinnert euch, dass wir... Rückrufzentrum... hier unten den Weg hatten, oder etwa nicht. Jedenfalls nicht den Kriegesweg, den wir hier sehen. Revolution im Hard Plaza. Steht denn, was wir sonst gemacht haben? Bei dem anderen Durchgang. Marcus verwundet 14%. Ist das so? Josh stirbt in Marcus' Armen. 34%. Ja, ist einiges möglich, nicht wahr? Ah, viele kommen gar nicht mehr so weit. Seht ihr das? Habe ich das Gefühl. Sondern versauen's. Nur 29% bis hierhin? Oder entscheiden sich halt für den friedvollen Weg, glaube ich schon. Soldaten nähern sich Marcus. Soldaten ausschalten, auf Panzer schießen. 28% Angriff war erfolgreich. Bei den anderen steht überhaupt nichts. Ich dachte, das bleibt vom anderen Run gespeichert. Ach so, das war der Krieg und das ist die Demonstration. Gott, die haben sogar eigene Ablauf- oder Verlaufsbäume. Ablaufdiagramme. Kampf um Detroit, Connors letzte Mission. Da frage ich mich halt schon, was ist das denn jetzt? Das fehlt auch noch. Wenn er nicht im Cyberlife Tower ist, oder was? Verstehe ich nicht. Das heißt, wenn Connor kein Abweichler wurde, sondern darauf beharrte, eine Maschine zu bleiben. Das nehme ich mir dann vor. Das will ich sowieso machen.
hart zu Hank sein im zweiten Durchlauf eine Maschine bleiben, dann werden wir auch das Kapitel noch sehen, okay? So. Aber da wir jetzt quasi gutartig waren oder ein Abweichler halt, so wie 77% aller anderen, waren wir im Tower. Kamera gehackt, 16%. Waffe ziehen. Beide Connors erschießen. Stimmt, so habe ich das ja gemacht. Beim vorherigen Durchlauf. Ich habe geschossen und beide waren verletzt. Dann kämpfen sie. Bub, bub, bub. Falsche Antwort. Nur 1%. Hatte ich schon hinbekommen. Das ist ja Prostmahlzeit, Alter. Hank tötet 9 Connor. 52%. Das ist ja über die Hälfte. Jetzt zu Kara. Verlässt Detroit. Eine Waffe finden. Ich habe Luther gerettet. Luther, Entschuldigung. Und was ist da unten? Scheinbar nicht von Relevanz. Aber Kontrollpunkt nähern. Ausweis übergeben. Luther ist nervös. Klar bleibe ich ruhig. 37% kriegen sie den Handschuh zurück. Wo ist denn Todd? Da. Todd überzeugen. Todd schickt Soldaten weg. Alice verabschiedet sich von Todd. 19%. Nur 1%? Adam ruft Kara? Was? Warum nur 1%? Die anderen finden das sowieso, oder was? Eltern verlieren Bustickets. Nur 26% geben die Bustickets zurück. Sag mir nicht. Guckt euch mal den Baum hier oben an. Wäre das die Möglichkeit gewesen, dass Kara überlebt? Really? Wenn ich also so arschig gewesen wäre, hätte die Tickets behalten, wäre entkommen, wäre hier eine komplette Situation entstanden mit 4 verschiedenen Endings oder 5 sogar, wenn ich das mit einbeziehe. Da habe ich auch keinen Plan, was das ist, aber könnte ich da? Wobei, es sieht eher negativ aus, oder? Wenn es so kurz ist. So, stattdessen sind wir zu 34%. Oder so wie 34% aller Spieler am Fluss. Skyline von Kanada beobachten. Verstecken. Das haben nur 4% gemacht. 19%. Alice ist verletzt. Das gibt's doch nicht. Vorräte abwerfen. Ich hätte noch mehr abwerfen sollen, aber das hätte Alice Verletzung auch nicht verhindert. Kanada erreichen. Alice ist beschädigt und schaltet sich ab. Oh. Alice ist gestorben und Kara ist allein weitergegangen. 15%. Also 33%. Ah, ist das ärgerlich, ne? Aber so ist es jetzt halt nun mal gelaufen. Kara gefangen. Kara gefangen? WTF is going on? Ihr seht, wir müssen das Spiel auf jeden Fall noch weiterspielen. Das geht ja so nicht. Du wieder? Luthers Tod ist traurig. Ja. Ich mochte ihn sehr. Er war jemand Besonderes. Jetzt müssen Kara und Alice ohne ihn weitermachen. Ist es unvermeidbar, dass er stirbt? Mann, Mann, Mann. War heute einiges los. Aber das wäre es wohl für den Moment. Dann machen wir es wirklich so. Darf ich ganz kurz mal nur mal Interesse halber schauen? Letzten Kapitel. Ich werde erstmal sehen, was ich im zweiten Run erreichen kann. Kampf um Detroit. Und damit starten wir dann wirklich 100% versprochen im nächsten Part. Aber es hat sich auch gelohnt. Connors letzte Mission. Mit Connor bin ich auch zufrieden jetzt. Damit Kara hätte noch ein Stück besser laufen können. Ich darf hier wieder anfangen. Ich mach's aber trotzdem nicht. Kara gefangen. Muss ich mich ja fast gefangen nehmen lassen, oder?
So, könnte ich? Ich kann doch von da aus starten, seht ihr das? Kontrollpunkt laden. Dann ist ja alles gut. Na denn, da habe ich mich sogar getäuscht. Aber war trotzdem, denke ich mal, in Ordnung, so wie ich es getan habe. Im nächsten Part eine neue Geschichte. Von Anfang an und diesmal werde ich alles komplett über den Haufen werfen und anders gestalten und stricken. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Däumchen wären Träumchen. Und bis dann und ciao.